Und weil es so schön war, gleich noch eine Folge Civilization Beyond Earth. So langsam wird es wieder gespannt. Nächste Runde. Spannend, weil die Fläche zu besiedeln es gilt knapper wird und der Gegner anfängt seine Kolonisten zu uns zu schicken, statt hier zu ihm. Das soll eine Mine bauen. Oder eine Farm. Ein bisschen wachsen kann auch nicht schaden. Dingelding. Dingelding dauernd. Und zischt und macht. Das sind alles Soundeffekte von diesen Ereignissen hier. Denke ich mal. Der ist am Ziel. Okay. Kann also bedrohlich parken. In Sichtweite. 9. Das sieht doch. U11. Ganz gut aus, hab ich gesagt. Der baut eine Marktbahn natürlich. Dann geht's vielleicht weiter entsprechend, ne? Ungesund. So. So weit, so gut. Haben wir es gesichert, das ist schon mal nicht schlecht. Aber das wollen wir auch haben. Oh. Magenten verloren, das ist schlecht. Cool. Gut. Gut. Gut, mein Engel ist. Da oben ist es harmlos, weil da haben wir ja genügend Truppen. Eigentlich nochmal. Jetzt kann der hier mal kurz drüber wischen. Schön. Müssen wir das jetzt mal wegkriegen, ne? Müssen wir. So. Müssen wir was Neues forschen. Denn auch da ist der Auswahl nicht mehr so groß. Eigentlich, dass da ganz passabel aussieht. Tja, wir wollen ja keine anderen Attribute, ne, uns zulegen lassen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. So schnell geht, ne? Und dann noch was vielleicht, wenn wir gerade dabei sind. Erstmal generiert wollen wir nicht so. Oh ja. Das hier und das hier. So, jetzt passt's. Produktion wählen. Tja. Das kann schon mal nicht schaden, oder? Eben. Weiter geht's. So, genau.
den schicken wir ja hier hinterher. Und das ist hier ein Krieg mit Dao, den ich nicht leiden kann. Und da passt das. Der ist in bedrohlicher Nähe und kann hier Reitschaft bleiben. Hilft ein bisschen dem Flugzeugträger hier. Nicht wahr? Oh, ist auf 11 gewachsen. Da kümmern wir uns noch hier mit um 4 rum. Warum ist das so schnell? Hat er überall Farmen? Nein, hat er nicht. Ja, genau. Der beeindruckt uns nicht mit seinem komischen Anzug hier. Das ist gut. Der hier mit dem hier, okay. Dürfen Sie gern zoffen. Jawohl. Der heilt und der heilt auch. Pardon. Lass mich das mal raus. Nämlich sehr ungesund. Der baut natürlich seine Mine. Was denn auch sonst? Der baut das hier mal. Wenig Gesundheit. Der ist hier auch fertig. Kommt hier runter. Auch der kann heilen. So. Immerhin. Feind, ne? Da kann man gerne Energie. Okay. Wissen wir. So. Der hat keine Quells bauen, das ist gut. Hallo? Klar hat er doch. Klar hat er das. Ich laber nur Scheiße. Ich sollte aufhören. Let's Plays zu machen. Der ist durch. Ausruhen.
ausruhen. Heilen. Tja. Wollen wir warten? Nein. Oh, das war ein Fluch. Das war ein Fluch. Dies stink ich. Mein lieber Scholli. Auch ihr Gesundheit. Wisst ihr was? Geht mir auf den Sack. Ja. Oh, das muss der. Na dann. Давайте охраним нашу землю. Ich habe damit keine Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. So viel gebracht. So. Kommt jetzt hier rein? Yes, der ist drin. Ups, pardon. So weit, so gut. Dachte, erobern die jetzt, aber. Aber wohl zerstört. Sei's drum. Machen wir hier das gleiche, oder? Würde ich mal sagen. Alles ganz spannend. Jetzt geht's ums Ganze, das ist klar. Wir bauen hier Labore statt Waffen. Wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, es wird Zeit, wirklich ein paar mehr Waffen zu bauen. Jetzt zumindest. So. Richtig, wir im Krieg müssen Waffen bauen. Das ist klar. Spätestens dann. Also wenn nicht dann, wann dann? Wenn Krieg verloren ist, dann braucht man gar nichts mehr. Logischerweise. So. Böser Krieg. Übrigens. So. Neutral? Ha. Wird sich ändern. Wirklich schade. So, Handelskonvoi, das ist okay. 9. 10. Stellen bleiben. Verschanzt sich. Auch der heilt und der heilt sowieso. Ich glaube, hier ist noch einer, der Zoff will. Der ist geheilt. Nein, einfach ruhig bleiben. So, fertig, gut.
jetzt hier hoch. Kann hier weitermachen. Macht's Bauen noch mehr Spaß, ne? Ich verstehe. Und hier ist nichts drin, was Spaß macht. Korrekt. Haben wir zum Glück noch Truppen irgendwo rumstehen, die nicht produktiv sind? Ja, ne? Dünger. Tja. Ist der doch feindlich, oder? Slawisch, nein. Gerade mal der nicht, okay? Komm runter. So. Okay. Rülpst hier nicht rum. So. Jetzt haben wir, was machen wir? Zwei Hübschen. Bauen wir ja Gebäude. So. Und schon wieder heißt letzte nächste Runde. Nächste Folge. Gut, jawohl, hol's dir. Zack, weg ist er. So. Eigentlich braucht kein mehr, ne? Zwei Boote haben offenbar genügt. Dann ziehen wir den gleich wieder hoch. Dort, wo die Action ist. Zerstört. Ich glaube, das ist ein Wert, den man erforschen kann, dass man die Außenposten dann erobern kann und nicht zerstören muss. So. Du kommst hierher. Und du kommst auch hierher. Du bleibst, wo du bist. Jo. So weit, so gut. Eigentlich schon wieder Friedenszeit. Wollt das geklärt haben? Haben wir geklärt. Alles wieder gut. Wir müssen mehr Kolonisten bauen. Noch mindestens zwei Stück. Zack. Bonus und heilen. Dich wollen wir eigentlich, ne? Nicht opfern. Der baut eine Marine. Ist doch klar. So, der hier. Kann auch was Sinnvolles tun. Hier. Nächste.
cool. Komm hier runter. So, was taugt da eigentlich? Der ist cool. Der Prophet. Der ist cool. Gefällt mir. So. Oh, wie ist der? Der ist ganz so cool. Das sind Jünger. Gut. So mögen wir das, oder? Gut entwickelt. So. Seht ihr? Zack. Muss nicht immer praktisch sein, aber ich glaube, bei uns, hat eben haben gesehen, wäre es ein großer Gewinn gewesen. So. Ja, wir müssen ein Gebäude bauen. Viel kostet uns nur Zeit, fällt uns auf. Und so weiter und so fort. Wir haben genug Städte, die ausgebaut sind, so wie die hier, ne? Und die hier, um Waffen bauen können. Und sonstiges Kleingroßes im Spiel. Ist das der Tragschrauber? Komm, einbauen wir mal. Jo! Ah, er wollte einen Kolonisten bauen, Mensch. Kolonist ist wichtig, weil es gibt vermutlich Punkte und nimmt Platz ein, den sonst ein anderer uns wegschnappt. Richtig? Richtig. So, also weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Euer Nebulan. Ciao.